Am 15. Februar wurde an der Ganztagsschule Anne Frank in Hettstedt die Schülerfirma Veggie & More in der Aula feierlich gegründet. Geleitet wird das Projekt vom Schulverwaltungsassistenten Thomas Kölsch, einem ausgebildeten Koch mit Berufserfahrung als Selbstständiger in der Gastronomie. Mit ihm sprachen wir kurz vor Beginn der Veranstaltung in der Aula. Ja, wir feiern heute unsere Gründung der Schülerfirma Veggie & More. Es ist ein Schulprojekt, das befasst sich mit der gesunden Ernährung, der gesunden Pausenversorgung. Das haben wir als Ziel uns gesetzt und ich bin mit 4 Schülern, habe ich die Schülerfirma gegründet. Heute bekommen wir die Gründungsurkunde von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Meine Schüler sind aus der 7. Klasse. Ich habe da 4 Schüler. Ziel ist es, mehrere Schüler immer dafür zu begeistern und nach immer mehrere Schüler da zu gewinnen für unsere Versorgung. Also wir sind nicht nur Veggie, das sind also nicht nur Gemüse. Wir sind auch Fleisch und das heißt, wir haben auch zum Beispiel belegte Brötchen mit Salami, also nicht bloß mit Gemüse. Ja, und das fertigen wir an, die Schüler fertigen das an und das geht dann in die Pause. Eine Schülerfirma funktioniert so, wir haben gewisse Aufgaben zu erledigen. Das heißt, wie eine richtige Firma, die Schülerfirma hat einen Gesellschafter, jemand, der für das Marketing zuständig ist, jemand, der den Ein- und Verkauf macht. Also kann man sich vorstellen, wie eine richtige Firma, wird auch genauso behandelt. Ich habe auch einen Buchhalter, der überwacht die Eingang- und Ausgangsrechnung. Und am Ende des Jahres wird der Gewinn zusammengerechnet. Und wenn genug überbleibt, wird der Gewinn auch wieder in neue Projekte eingelegt. Dann war es an Herrn Kölsch, die Veranstaltung zu eröffnen. Zunächst stellte er die Gäste vor, neben Schülern und Eltern, Vertreter der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung sowie des Kooperationspartners Stadtküche Hettstedt. Selbstverständlich unterstützt auch die Schulleitung diese Initiative. Und natürlich stellt er auch die Jungen und Mädchen vor, die die Schülerfirma verkörpern. Meine Veggies, das sind Annalena Bloch, Chantal Janine Kohlberg, zu meiner Linken, zu meiner Rechten der Fabian Hörold, mein Geschäftsführer. Unternehmen sitzt Luca Götze, unser Finanzbeamter, Buchhalter. Die sind alle aus der Klasse 7b, wo die Klassenleiterin Frau Meier auch da ist. Dann berichtet Herr Kölsch von den zukünftigen Plänen mit der Schülerfirma. So wird es selbstverständlich einen Lehrgang im Gesundheitsamt geben. Ein Besuch der Stadtküche ist geplant, eine Kooperation mit dem örtlichen Rewe-Markt angestrebt oder auch ein Besuch in der Sparkasse, wo es da zum Beispiel um das Anlegen eines Firmenkontos geht. Auch soll in Zukunft gebacken werden. Dann war es an Marcel Krumbolz von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, die über das Projekt Gründer Kids Unterstützung und Förderung gewährt, die Gründungsurkunde zu übergeben. Ein gelungener Start für die Schülerfirma Veggie & More an der Ganztagsschule Anne Frank in Hettstedt. Und selbstverständlich wurde das Ereignis auch gebührend mit einem kleinen Buffet gestaltet von den Schülerinnen und Schülern der Firma gefeiert.